Am 22. Februar fand zum zweiten Mal die Utopianale in Hannover statt. Ein alternatives Filmfestival, bei dem es rund um das Thema Ernährung ging. Das Programm war gefüllt mit 4 Filmen, Mitmachaktionen und verschiedenen Workshops. Wir fragten Felix Kostreva, was seine Erwartungen für den Tag sind. Also im Moment ist die Erwartung erstmal, dass ich hoffe, dass es nicht zu voll wird, denn das ist jetzt gerade so zu spüren. Wir werden ganz tolle Gespräche haben und wir werden ganz tolle Filme sehen. Das sind meine Erwartungen. Ernährung, insbesondere bewusste Ernährung, wird in Deutschland ein immer größeres Thema. Bewusst darauf zu achten, wo und wie die Produkte und Lebensmittel hergestellt wurden, ist für mehr und mehr Menschen wichtig. Auch Felix ist es wichtig, darauf zu achten und mehr Menschen über dieses Thema aufzuklären. Wir müssen unsere Stadtgesellschaft ein bisschen überdenken. Und dazu gehört ganz wesentlich auch Ernährung. Dazu gehört, wie ernähren wir uns in der Stadt. Wir können nicht mehr einfach sagen, wir holen uns aus Afrika oder aus Asien oder aus sonst woher unsere Sachen. Und wir wollen, dass die Menschen darüber nachdenken, wie gestalten wir Ernährung. Das ist der heutige Tag. Und als zweite Frage, was macht dich glücklich, dass du darüber nachdenkst? Ein wichtiger Punkt bei solchen Veranstaltungen ist natürlich die Kommunikation und das Übermitteln von Informationen. Darauf legt auch der Veranstalter großen Wert. Ich finde es einfach toll, mit Menschen zusammen Filme zu sehen und mit Menschen darüber zu sprechen, was wir gesehen haben. Wir haben mal Filme gezeigt, einzelne, und da kamen so wenig Menschen. Und dann kam die Idee, wenn wir mehrere gleichzeitig zeigen, dann sagen sich die Leute, hey, 2 Filme, dafür komme ich vorbei. Und der Erfolg gibt uns gerade recht. Der erstgezeigte Film Live and Let Live gewann beim Online-Voting die meisten Stimmen. Autor und Regisseur Marc Pierschel war für eine Gesprächsrunde und Fragen bei der Utopianale dabei. Wir fragten ihn, worum es bei seinem Film geht und was er versucht, den Menschen zu vermitteln. Live and Let Live, also Leben und Leben lassen, ist einfach die Verfilmung des Buches. Ich habe mir beim Buchschreiben schon gedacht, es wäre gut, daraus einen Film zu machen, einen Dokumentarfilm. Und habe dann quasi auf der Basis des Buches daran gearbeitet und habe mich dann darauf konzentriert, Geschichten von Menschen einzufangen, die irgendwie vegan geworden sind und das auf eine bestimmte Weise passiert ist. Und habe versucht, die dann den Menschen zu vermitteln. Ja. Hinten raus steht vegan nichts leichter als das, weil es wirklich sehr einfach ist, vegan zu leben. Also es gibt mittlerweile so viele Alternativen von Fleischalternativen, Käsealternativen, aber auch ganz viele Produkte, die die vegane Lebensweise sehr einfach machen. Und habe mich damit auseinandergesetzt und dann halt dieses Buch geschrieben, um das Menschen mit auf den Weg zu geben, die sich für das Thema interessieren. Für mich ist Aktivismus ein grundlegender Weg, um soziale Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. The idea is simple. You don't exist for me. And I don't exist for you. Ja, also es gibt manchmal die merkwürdigsten Geschichten, also wo man sowas schwer nachvollziehen kann, dass jemand vegan wird, aber also wie auch in dem Film Aaron Adams, der vorher Schlachter war und ein eigenes Restaurant hat, in dem er zum Beispiel Gänsestopfleber oder auch Kalbsfleisch serviert hat. Und ihm ist dann irgendwann bewusst geworden, dass es wie Tierausbeutung ist und er das nicht länger verantworten kann. Und dann hat er sich halt umgestellt, hat das Restaurant geschlossen und dann hat er ein paar Jahre später ein veganes Restaurant in Portland, Oregon aufgemacht. Die riesen Wasserverschwendung, Wasserverschmutzung, Regenwaldzerstörung, Klimawandel, alles, was die Nutztierhaltung bedingt, Verlust von Artenvielfalt. Das sind alles Dinge, die wir in der Form nicht aufrechterhalten können. Also zum Thema Nachhaltigkeit ist auf Veganismus auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, weil es halt ökologische, also weil es auch eine große ökologische Bedeutung hat. Und auf der Utopianale ist es natürlich gut, dass auch irgendwie andere Menschen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Bereich vegan oder Tierrechte kommen, für das Thema sensibilisiert werden und sich durch das Sehen des Films damit auseinandersetzen können. Es werden immer mehr Schlachtfabriken gebaut und damit leiden immer mehr Tiere. Immer mehr Menschen wird dieser Ausbeutung der Tiere bewusst und sie entscheiden sich, vegan zu leben. Also auf jegliche Produkte vom Tier zu verzichten.
Marc erzählte uns, warum er vegan lebt. Also ich lebe jetzt seit 13 Jahren vegan. Davor habe ich schon 3 Jahre vegetarisch gelebt. Und es kam dazu, dass ich eine Dokumentation gesehen habe zum Thema... Also es war ein Dokumentarfilm, Baraka. Und da gab es eine Szene, wie Küken sortiert werden, also nach männlichen und weiblichen Küken, weil die männlichen Küken keine Eier legen können. Und dann habe ich mich erst mit dem Thema beschäftigt und habe gemerkt, dass es halt ganz viele Themenbereiche gibt, wo wir Tiere ausbeuten. Und die Konsequenz war dann für mich, vegan zu leben, also ohne jegliche Tierausbeutung. Viele verschiedene Kochbücher zeigen Rezepte und Tipps, wie man sich richtig und gesund vegan und vegetarisch ernähren kann. Aber auch immer mehr Läden bieten veganes Essen an. Wir fragten eine Besucherin, wie sie auf das Filmfestival gestoßen ist. Ich bin schon letztes Jahr auf die erste Utopianale gestoßen, weil ich hier in verschiedenen Zusammenhängen irgendwie auch tätig bin, in der solidarischen Landwirtschaft. Hier die erste, die es hier in Hannover gab. Ja, ich betreibe ja hier auch einen Stand, aber ich kriege doch auch mit einem Ohr immer auch die Filme mit und es gefällt mir sehr gut, dass auch der Schwerpunkt dieses Mal auf Landwirtschaft liegt und wir selber bauen auch Bio-Vegan an und der Film, der gerade im Hintergrund läuft, beschäftigt sich auch zum großen Teil damit und ich bin sehr begeistert davon, dass das hier so thematisiert wird. Und was ist Ihr persönliches Highlight? Also für mich ist noch ein Highlight halt der Workshop 3 heute Abend um 18 Uhr. Da geht es dann darum, eine innerörtliche Landwirtschaft hier zu errichten und zwar in Linden-Nord. Und das ist natürlich für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich lebe hier im Stadtteil Linden-Limmer und arbeite hier auch. Und wenn es jetzt hier die Möglichkeit gäbe, sich vor Ort direkt zu ernähren, wäre das natürlich ein absolutes Highlight. Also à la Havanna, die ja 70% ihres Anbaus innerörtlich betreiben. Das Thema des Festivals ist bei den Besuchern sehr gut angekommen. Auch die Filme und die Workshops liefen gut. Wir hoffen, wir konnten Sie ein wenig animieren, darauf zu achten, was für Lebensmittel Sie kaufen und woher diese kommen. Wenn Sie mehr über die Filme wissen möchten, können Sie sich unter www.utopianale.de informieren.